Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus Stappenbach in Oberfranken. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du mit dabei bist. Und wir haben ein kleines, aber feines Problem, wie du vielleicht schon im Titel gelesen hast. Denn A, habe ich ein Feld übersehen, was wir noch haben, wo Gerste drauf ist. Ja, Gerste drauf ist. Weizen ist da drauf, Entschuldigung. Keine Ahnung, warum ich es übersehen habe. Auf jeden Fall müssen wir das definitiv heute noch dreschen. Das, weil letzter Herbsttag, ne? Was wir heute nicht schaffen, das ist dann halt weg über Winter, ne? Und das andere Problem, was wir haben, ich habe gestern die Rindermast komplett mal aufgefüllt, was Futter angeht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, unser Silo ist leer. Wir haben kein Weizen mehr, wir haben keine Gerste mehr und wir haben kein Mais mehr. Das ist schlecht. Und ganz ehrlich, das wird der Ertragsmod nächste Saison auch nicht erhöhen. Das kriegt er nicht hin. Also egal, wie viel da vom Feld runterkommt, das wird nichts. Und da habe ich zum Glück den Vorteil gehabt, dass ich, muss ich ganz kurz rechnen, drei Nachbarn. Drei Nachbarn hatte ich noch gehabt, die ihre Weizen- und Gerstefelder noch nicht runter haben. Ich musste denen versprechen, dass sie dann die nächsten Tiere, dass sie die bekommen, als Ausgleich quasi dafür. Aber die haben mir auf jeden Fall ihre Felder jetzt zur Verfügung gestellt, die noch gedroschen werden können. Jetzt haben wir natürlich hier eine richtig schöne Suppe. Richtig schönes Wetter, so ein richtig schönes Dreschwetter bei 5 Grad Boden und 4 Grad Luft ist perfekt. Das heißt, Strohballen können wir schon mal knicken. Das Stroh werden wir komplett häckseln. Ich habe hinten ist schon der Häckselaufsatz dran. Ne, der ist ja beim Meier mit dem Häckselaufsatz hingegangen. Wegen der Reparatur. Und da müssen wir anfangen. Es nützt nichts. Ich hoffe, dass ich das überhaupt noch fertig kriege. In diesem Tag, weil eigentlich wollte ich heute, in-game heute, noch die Wintergerste und Ölrettich aussehen. Ich glaube, das kann ich knicken. Ich glaube, das wird absolut nichts. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. So rum ist das Schneidwerk drauf. Das wird nichts. So, der Nachbar hat erlaubt, dass wir hier auf sein Feld fahren. Zum Abstellen. Also, ich weiß nicht, warum ich das hier vergessen habe. Das haben wir im Zuge dieser BGA-Erweiterung. Ne? Wenn du dich erinnerst, wir haben ja die Wiesen gekriegt und die Lizenz für die BGA. Und da gehörte dieses Feld noch mit zu. Das ist quasi eins der alten Felder von dem Betrieb, wo die eigentlich Mais drauf hatten und die hatten da Weizen drauf gesät. Frag mich nicht, warum. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Kann ich nicht beantworten. Aber ich habe das... Ich weiß nicht, verdrängt kann man nicht sagen. Ich hab's komplett vergessen. Und das ist jetzt so ein bisschen gerade mein Malheur. So. Ich meine, so können wir die neue Version von dem Fortschritt hier mal vernünftig testen, aber das ist echt ärgerlich. Hätte ich das jetzt übersehen, hätte ich jetzt nicht durch Zufall nochmal auf die Map geguckt, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Chopped Straw nicht richtig funktioniert bei mir. Weil da, wo wir quasi... Oder da, wo ich das... So. Und so. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, da, wo ich das Stroh quasi... Also so wie jetzt hier, wo ich das Stroh häcksel, da zeigt er mir nicht an, dass es einmal gedüngt ist. Vielleicht liegt es an der Umstellung, das kann natürlich sein. Das werde ich jetzt hier nach dem Weizenfeld mal testen. Also noch keine Panik schieben. Das ist noch alles in Ordnung. Aber wir werden jetzt das Feld hier dreschen. Weizen. Und dann werden wir das Feld da drüben dreschen. Das müsste auch Weizen sein. Weizen oder Gerste. Und dann haben wir da vorne in der Ecke. Für die Kenner der Stappenbache Feld 21. Ist auch noch Gerste drauf. Und hinten fällt 26, dieser lange Schlauch. Das hat
Das hat ein Nachbar, das wollte er schon immer mal abgeben, das Feld. Vielleicht luchst du das einfach ab. Und da ist auch nochmal Weizen drauf. Also viel, viel Ernte. Es kommt auch nicht viel runter, siehst du ja bei dem Feld hier. Ich meine, das muss sogar noch gepflügt werden und alles. Also das ist jetzt quasi nur für uns. Also das ist unser Feld, das holen wir sowieso runter. Aber das ist einfach nur, dass wir noch ein bisschen Futter kriegen für die Tiere. Und dass wir vielleicht... Ja, dass wir vielleicht mit den Nachbarn fürs nächste Jahr schon mal verhandeln können. Ja, wenn die sehen, dass wir ihre Felder quasi vernünftig abarbeiten, nicht so viel Mist bauen. So. Aber das war echt, als ich da gerade durchgescrollt habe, das war echt eine Überraschung. Aber war ein bisschen Stress. Zumal ja auch der Drescher noch bei Meier stand, ne? Zum Glück war der repariert. Weil den Mega haben wir ja zurückgegeben gehabt. Da waren wir ja, ich war ja eigentlich durch. Sojabohnen, Thema fertig. Und ich habe auch schon mal, ich habe noch den einen oder anderen Nachbarn gefragt, aber die haben ihre Drescher noch nicht wieder auf dem Hof, also noch nicht eingemottet. Die sind alle noch im Einsatz. Ich kann keinen zweiten Drescher kriegen. Das heißt, ich muss tatsächlich jetzt den Tag ausnutzen und mehr oder weniger im Alleingang hier meine Felder rundherum. Aber das klappt. Also vielleicht noch zumindest ein, zwei Felder vielleicht noch mit Ölrettich ausgesät bekommen. Mal gucken. Ich habe auch gesehen, dass die ganzen Maisfelder, wo wir letztes Jahr Mais drauf hatten, die müssen gepflügt werden. Das ist sehr schön. Ne? Also passt ja, dass wir den Schlüter haben. Da werden wir also quasi dann im nächsten Jahr, da fangen wir jetzt nicht mehr mit an, weil da brauche ich jetzt nicht hinfahren. Da bin ich ja fast den ganzen Tag bei mit den Feldern mit Pflügen. Das ist so eine Frühjahrsaufgabe. Zumal ich jetzt eh nicht kann. Davon mal ganz abgesehen. Selbst wenn ich wollte. Fendt habe ich mir hier schon hergefahren vorhin. Bevor ich mich dann von Emily habe absetzen lassen. Jetzt kommt ja noch erschwerend dazu. Ich habe ja zu den dreien gesagt, dass sie quasi heute frei haben. Und nur das. Jetzt habe ich natürlich bis auf Emily, aber die hat einen Termin. Wichtigen Termin. Ja, der war nicht zu verschieben. Das wusste ich aber schon vorher. Und jetzt erreiche ich von den anderen beiden keinen. Ganz toll. Darf ich also selbst den Abfahrer mimen und den Drescherfahrer und... Ach, hör auf. Aber das passt ja. Wenn es kommt, dann alles auf einmal. So, sieht aber gut aus. War wenigstens ein bisschen Futter dann noch. Ach so, jetzt fahre ich nochmal... Ja, wir fahren die Bahn jetzt bis zum Ende in die Richtung, dann drehe ich um. Das sollte eigentlich passen. So, dass das Rohr dann außen ist, weil 80%. Wenn ich jetzt nochmal weiter da vorne rumfahre, dann haben wir gleich das Rohr im Bestand. Ist natürlich fürs Abfahren sehr, sehr gut. sehr kontraproduktiv, ne, natürlich. So. Lass uns mal hier. Also halt beim Nachbarn wenden. Ist alles abgeklärt. Also bevor jetzt jemand ankommt, kannst du nicht auf den Nachbars Feld. Doch. Kann ich, mache ich auch, darf ich auch. Alles vorher abgeklärt. Ich meine, das Wetter heute spielt natürlich so richtig mit. Super Ingame-Wetter, ne? So, die Bahn zu Ende werden wir nicht mehr schaffen. Gucken, soweit wir kommen. Winzig.
Aber das Feld hier geht relativ schnell, also habe ich mit Schlimmerem gerechnet. Wobei das andere Feld auf der anderen Straßenseite, 53, da ist noch der See hinten mit drin. Da ist so eine kleine Ecke, die, ne? Nur mal wieder ein bisschen gucken, dass wir die vielleicht zuerst wegkriegen. So, ein Stück zurück. Stress pur. Eigentlich wollte ich heute mit dir ganz entspannt mit dem Schlüter nochmal ein bisschen grubbern. Beziehungsweise auch, ne, erstmal noch einen Lüttenschlachter grubbern. Dass du dir die Power mal sehen kannst. Und dann eigentlich mit dem MB-Truck aussehen. Ne, den Ölrettich. Und die Wintergerste. Oh. Wahrscheinlich wird es mit der Gerstenaussaat überhaupt nichts. Jetzt im Herbst. Wahrscheinlich vergesse ich das einfach. Weil das hier ist mir wichtiger, dass ich das Futter reinkriege. Ich meine, dafür, für das Saatgut und alles, wurde Geld bezahlt. Von mir jetzt vielleicht nicht, aber es wurde Geld bezahlt. Von daher macht es keinen Sinn, wenn wir da jetzt sagen, hier ist egal. So, ist das drüber? Ja. Passt. Achso, wir können ja schon wieder. Ein bisschen zu weit hier drüben sind wir. Das ist nicht optimal. Gut, dass wir den Karat haben mit den kleinen Anhängern, da werden wir jetzt schon gefühlt etwas fast wieder zurückfahren können. So. Ja. So mit angezogener Handbremse und so funktioniert das aber nicht, ne? Ja, dann lass uns mal hier hinten nochmal. Vorne an der Baumreihe haben wir. Genau, wir sind einmal rum. Dann fahren wir jetzt hier mal. Einmal rauf, dann fahren wir rückwärts zurück, fahren nochmal rauf und dann fahren wir die Längsbahn. Was ein Stress, du. Weißt du, hätte ich das gestern gewusst, ne? Jetzt mal eben Real Talk. Hätte ich das gestern gewusst, bevor. Oder bevor wir live gestreamt haben. dann hätten wir das im Livestream gemacht. Aber ich kann das Ganze jetzt schlecht liegen lassen bis zum nächsten Livestream. Das macht keinen Sinn. Weil die Felder, das ist eigentlich eine Arbeit für einen Livestream. Schaffe ich aber zeitlich nicht. Deswegen das Video hier. Ja, passt. So. Vielleicht wird es noch eine zweite Folge geben, wo wir Sachen ernten. Bin mir noch nicht sicher. Aber das ist im Moment so eine Riesenfläche. Oder was heißt, es ist nicht so eine Riesenfläche. Aber es ist schon ein bisschen Zeit, die wir noch investieren müssen. Hoppala. Von daher könnte es vielleicht sein, dass da vielleicht noch eine Folge Ernten hinterherkommt. Bin mir auch noch nicht sicher. Hier auch nochmal, dann haben wir hier auch nochmal zwei. Und dann fahren wir da hinten das kurze Stück. Und dann passt das wieder. Dann kann ich die ganzen Felder im Frühjahr bearbeiten. Das sind dann, also das hier, ne? Die Nachbarsfelder bearbeite ich natürlich nicht. Das machen die Nachbarn. Wobei, wie gesagt, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wir brauchen Felder. Also, Ertragsmod hin oder her. Wenn ich das am Kuhstall sehe, wie viel Futter wir da jetzt reingehauen haben, das war ja komplett leer, das Silofutter. Und
Es wird ja relativ schnell verbraucht, aber macht ja auch Sinn. So ein Weizenkorn, was ist denn das für eine Kuh? Das ist ja nix. Wir haben 50 Kühe in der Mast. Also von daher ist das schon in Ordnung, was die verbrauchen. Und da müssen wir dringendst sehen, dass wir da mehr Felder kriegen. Also wenn die Nachbarn tatsächlich damit einverstanden sind, dass wir die Felder behalten, wäre super. Theoretisch wäre hier sogar Feld 20 noch genial. Weil ich glaube, das kann man mit 21... Ich glaube, da gibt es von der Gemeinde so einen Ausschrieb, dass man das zusammenlegen darf. Ja, nicht sicher. 53 und 54 hier auf der anderen Seite, die beiden, die kannst du zusammenlegen, das ist ja die Feldgrenze. Ah, 54, na gut, würde auch gehen. Wäre auch eine Maßnahme. Vielleicht frage ich da mal den Nachbarn. Die beiden Felder gehören ja dem gleichen Nachbarn. Weil ich muss mal, ich brauche irgendwie eine größere Fläche. Ich brauche einfach eine größere Fläche, um meine Rindermast in Betrieb zu halten, und die Schweinemast will ich nicht verkaufen. Ich will eigentlich die Borstis behalten. Dann soll ja eigentlich noch diese Milchviehproduktion eigentlich mit dazukommen. Wird interessant. Wird interessant. Also ich glaube mal, die Einstellung eines Azubis nächstes Jahr könnte durchaus in den möglichen Bereich fallen. So wie vielleicht das Ausleihen eines zweiten Dreschers in der Erntezeit. Sprich den Mega vom Meier da. Also nächste Saison in der Stadtenbach wird auf jeden Fall sehr interessant. Na, jetzt kommt erstmal der Winter. Im Winter werden wir definitiv in den Forst gehen. Wahrscheinlich wird es sogar im nächsten Stream, wenn er denn dann so kommt, wie ich mir das vorstelle, also höchstwahrscheinlich Donnerstag, werden wir höchstwahrscheinlich dann auch Winterdienst, Forstdienst, irgend sowas in der Richtung machen können. Weil so lange wollte ich jetzt eigentlich hier nicht mehr im Herbst zubringen. Aber schauen wir. Alles steht alles in den Sternen, wird sich alles zeigen, was mir hier noch auffällt, was Tobi schon wieder vergessen hat. Ja, das Silo an der BGA muss auch noch verdichtet werden. Mann, du. Da ist noch einiges zu tun. Könnt mir ja mal ein bisschen Zeit schenken, dann passt das. Vor allem nach der Uhrumstellung jetzt. Ey. Dieses blöde Uhrumstellen jedes Jahr. Die auch so Probleme damit, mich nervt das total. Also, der Wecker klingelt dann. Und du guckst so auf die Uhr und denkst dir, jo, eigentlich wäre es eine Stunde früher, aber du musst ja jetzt und hin und her und oh. Ich hasse Zeitumstellung. Und jedes Jahr die gleiche Diskussion. Schaffen wir es ab, schaffen wir es nicht ab. Immer diese Diskussion, dann wird nichts gemacht. Nervig. Einfach nur nervig. Lass die Diskussion und fertig. So. Das Feld haben wir auf jeden Fall gleich fertig. Die zwei Bahnen dann noch. Ja, vielleicht auch drei. Und dann hätten wir das erledigt. Aber ich würde sagen, ich entlasse dich mal. Das soll es für dich für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn du ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lässt. Schau sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann du dir das Video anschaust, und sag bis zum nächsten Mal.